Ich begrüße euch zurück hier bei Fallout 4, hier im, ja, Büro, hallo Doc Meat, des Aufsehers hier in Vault 114. Ja, wir haben ja beim letzten Mal Valentine getroffen, den guten Synth-Detektiv, und ich muss nochmal ganz kurz nachdenken. Haben wir jetzt eventuell in Diamond City irgendwelche Dialoge blockiert? Dadurch, dass wir jetzt sozusagen schon hier gewesen sind? Weil der Questmarker ist ja verschwunden. Gefällt mir ja gar nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Und macht mir auch ein bisschen Angst. Ganz kurz. Ja, Valentine, wie gesagt. Das ist auf jeden Fall die Hauptstory, die Haupthandlung. Darf ja nicht wahr sein. Gefällt mir natürlich gar nicht. Könnt ihr euch vorstellen. Ja, ich habe nicht auf den Namen geachtet. Ihr merkt das. Hier. Nummer 3. Einstellungsgespräch von Vault 114. Rein damit. Dies ist Vault-Tec Interview 3 für die Position des Aufsehers von Vault 114. Bewerber ist Benjamin Beasley. Mr. Beasley, wie würden Sie als Aufseher von Vault 114 einen Streit zwischen zwei Vault-Bewohnern schlichten? Naja, ich würde das Ganze an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Vorausgesetzt natürlich, dass keins der Anliegen gegen das Gesetz verstößt. Außerdem müssen sich natürlich bereits alle anderen Mitglieder des Vault-Bewohnerrats, den ich einführen werde, mit der Angelegenheit beschäftigt haben. Vault-Bewohnerrat, sagen Sie? Ja, natürlich. Leute brauchen eine Regierung. Sie sehnen sich danach. Ich glaube, es ist die Bürgerpflicht eines jeden anständigen Amerikaners zu... Ja, ich glaube, wir haben genug gehört. Vielen Dank für Ihre Zeit. Oh, so schnell? Nun, ich hoffe, ich werde bald von Ihnen hören. Ja, das werden Sie sicher. Bitte vergessen Sie nicht, vor dem Gehen unsere Verschwiegenheitsverpflichtung auszufüllen und zu unterschreiben. Ah ja, ich glaube nicht, dass der richtige Kandidat war. Nummer 21. Dieses Vault-Tec Interview 21. Für die Position des Aufsehers von Vault 114. Bewerberin ist Kimberly Weiss. Hallo, Mrs. Weiss. Wie geht es Ihnen? Und darf ich kurz anmerken, was für eine große Ehre es ist, dass Sie mich überhaupt für die Position eines Aufsehers in Betracht ziehen? Seit ich als kleines Mädchen Regierung gespielt habe, träume ich davon, eines Tages die Gelegenheit zu bekommen, eine Gemeinschaft zu wahrer Größe zu führen. Meine Lehrer haben mir immer gesagt, dass ich Führungsqualitäten besitze. Und ohne mein Eingreifen als Vizepräsidentin des Schülerrats wäre der Kuchenverkauf bestimmt gescheitert. Allein der Gedanke, diese kleine Gruppe zu führen, ihnen einen besseren Weg zu zeigen, sie in eine glänzende Zukunft zu führen. Meine Güte, die Zeit ist schon vorbei. Was? Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, ja, danke. Könnten Sie auf dem Weg nach draußen bitte den nächsten Kandidaten reinschicken? Oh, natürlich. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Vorsitzende meines Debattierteams war? Ja, sehr schön. Danke. Boah, war die anstrengend. Meine Güte, Quatsch, 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 Quatsch. Keine Frage zulassen. Oh wei, oh wei. U-Bahn-Marken. 36 Stück haben wir davon. Wow. Okay, Nummer 4. 84? Dies ist Vault-Tec Interview 87. Für die Position des Aufsehers von Vault 114. Der Bewerber hat sich geweigert, seinen echten Namen zu nennen. Stattdessen hat er nur den Namen, Suppendosen-Harry angegeben. Ganz richtig, ich sag euch gar nichts. Mein Name ist mein Name und nicht der Rang und die Nummer, die mir die Regierung aufgedrückt hat. Faszinierend. Mr. M. Suppendose. Können Sie mir erklären, wieso Sie der Regierung nicht trauen? Ich habe gesehen, wozu die in der Lage sind. Halten die Arbeit mit jeder Menge Bürokratie auf, klauen einem jeden hart verdienten Cent aus der Tasche und verprassen das Geld dann für ihre Illuminaten-Freimaurer-Sexpartys. Ich bin ein freier Mann. Ich sollte so leben können, wie ich es für richtig halte. Die Straßen und Gassen und Müllcontainer wurden auch mit meinen Steuern bezahlt. Also schlafe ich, wo ich will. Sir, laut unseren Aufzeichnungen haben Sie seit Jahren keine Steuern mehr bezahlt.
Ich hab gesehen, was auf der Rückseite von diesen Abraxo-Verpackungen steht. Nicht zum Verzehr geeignet? Sag mir nicht, was ich machen soll. Ich esse, was ich will. Sir, Sie könnten der perfekte Kandidat für uns sein. Würde es Ihnen gefallen, der neue Aufseher von... Ich hab ganz keine verrückte Krawatte und auch keine Hose. Das hat jetzt super funktioniert. Das hat jetzt super funktioniert, oder? Typisch ich. Das war wieder typisch ich. Naja. Da hauen jetzt aber ordentlich Schaden rein. Bläh, Fliegenfleisch, Mac and Cheese, Blutpakete. Okay. Der Sprung runter war nicht geplant. Dieses Vortex-Interview 87. Nochmal das Ganze, würde ich sagen. Tut mir echt leid, Leute. Stay fit, stay focused. Der Bewerber hat sich geweigert, seinen echten Namen zu nennen. Stattdessen hat er nur den Namen, Suppendosen-Harry angegeben. Ganz richtig, ich sag euch gar nichts. Mein Name ist mein Name. Und nicht der Rang und die Nummer, die mir die Regierung aufgedrückt hat. Faszinierend. Mr. M. Suppendose. Können Sie mir erklären, wieso Sie der Regierung nicht trauen? Ich hab gesehen, wozu die in der Lage sind. Halten die Arbeit mit jeder Menge Bürokratie auf, klauen einem jeden hart verdienten Cent aus der Tasche und verprassen das Geld dann für ihre Illuminaten-Freimaurer-Sexpartys. Ich bin ein freier Mann. Ich sollte so leben können, wie ich es für richtig halte. Die Straßen und Gassen und Müllcontainer wurden auch mit meinen Steuern bezahlt. Also schlafe ich, wo ich will. Sir, laut unseren Aufzeichnungen haben Sie seit Jahren keine Steuern mehr bezahlt. Ich hab gesehen, dass auf der Sir, ich trage ganz bestimmt keine verfluchte Krawatte und auch keine Hose. Wie würde es Ihnen gefallen, der neue Aufseher von Vault 114 zu werden? Ja, ich glaube, damit haben die jemanden gefunden, der sich in die Aktivitäten der Reichen so ziemlich gar nicht einfühlen kann, oder? Oh wei, oh wei. Kommt man da hinten irgendwie hin, oder kommen wir von da? Von da kommen wir, okay. Ja, ich orientiere mich gerade. Wir wollen natürlich alles plündern und mitnehmen. Es ist auf jeden Fall eine Vault, die noch ziemlich unfertig ist. Das sieht man auch hier an der Decke ganz gut, wie ich finde. Es fehlt überall so ein bisschen die Innenverkleidung. Abgesehen davon, dass über noch obligatorische provisorische Vaultkisten rumstehen. Und Baustellenlampen und was weiß ich nicht alles. Sieht nicht sehr fertig aus. Ärgert mich schon ein bisschen, dass wir jetzt hier zufällig in die Haupthandlung reingestolpert sind. Aber okay. Was will man machen? Depot. Da hat sich jemand im Spind versteckt. Duschen. Ja, ihr seht das, hier ist alles noch im Bau. Schon interessant, oder? Die Toiletten. Ja, ja, cleanless is good line, die wissen wir ja. Ach, ein Spiegelschrank, wie schön. Override, off on.
Ich liebe die Detailliebe, wisst ihr das? Ich liebe das. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Na, wenn du das sagst. Residential, Laundry, Cafeteria, Nursery, Exit Zone. Okay. America lives on in you. Ja, ihr merkt, dass ich mittlerweile ein großer Fan des VTS-Modus. Gut möglich. Ja, uns fehlt ein bisschen die Hintergrundinformation, oder? Ich würde schon gerne wissen, wer Valentine ist. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt noch irgendwie herausstellen wird. Und vor allen Dingen, wie gesagt, dass wir keine Dialogoption dadurch blockiert haben. Passt mir eigentlich nicht so. Ich komme sofort, Valentine. Scheinbar der Waschraum. Mahagoni-Baseballschläger. Nee, danke. Wir haben schon einen blauen. Oh. Unglaublich bewältigende Geschichten. Duell hältst für plus 5 Aktionspunkte. Dankeschön. The man who could stop time. Der Mann, der die Zeit stoppen konnte. Komm, Freundchen. Das stimmt. Uah. Wisst ihr, der VTS-Modus, der ist momentan echt einfach nur total munitionssparend. Ein schwarzer Baseball. Übertreibt man nicht mit eurer Kreativität hier. Modus Leerbett brauchen wir nicht. Gelbe Farbe nehme ich gerne. Dogmeat. Hey. So, mein Schrott. Na super. Das war der Kopf. Ich komme sofort. Klebeband ist super. Kronkorkenhaarklammer Superkleber. Günstiger Wunderkleber. Nehmen wir mit. Ja, da hat sein Köpfchen Lebewohl gesagt. Holzkiste Einsteiger sollten wir auch hinbekommen. Ja, wie gesagt, ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht, ja, irgendwelche Dialoge blockieren. Dann würde ich die Wände hochlaufen. Hard work is happy work, zumindest hier in der Vault. Zuckerbomben kann ich nie widerstehen. Vielleicht ja wirklich, so blöd sich das anhört. Oh Gott. Ich kann das ja nicht getroffen haben. Ich liebe diesen Modus, wisst ihr das? Ich liebe ihn.
Also bald sollten wir wirklich genug Munition für die Maschinenpistole haben. Inventar, Hilfsmittel. Lebensmittelpaste. Na, lecker. Ah, Moment, dann nehmen wir auch einmal Red Away. Gruselig, die Kinderstation. Gruselig, gruselig. Erneut ein Depot, muss man schon beinahe sagen. So. Geschafft. Oh. Kronkorken, Vorkriegsgeld. Smoking muss nicht sein. Ein Meisterschloss. Das war aber mal wieder Glück, oder? Dankeschön, 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 Dankeschön. Nicht schlecht, ich höre die ganze Zeit Radio, es gefällt mir gar nicht. Ganz und gar nicht. Stay fit, stay focused. Natürlich, natürlich. The Overseer needs you. Join the Loyalty Corps today. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens, ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Auf eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein. Okay, es ist offen. Aber ich würde diese fette Schrift. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Ja, dann warte kurz. Anmeldeterminal. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Bewohner erstens ordentlich eine Stange bilden, zweitens direkt Voltanzüge anziehen, drittens erst während der Einführung Fragen stellen. Wohnbereich A1. Familie Linehans, Sean, Frau Martha, Söhne John und Mitchell. Familie Flaherty, Michael, Frau Joan, Tochter Elizabeth. Familie Presley, Jenna, Mann Richard. Michael, Frau Jennifer, Sohn Robert, Tochter Ellen, Kleinkind. Familie Barker, Ralph, Verlobte Sarah, Hund Spike. Nicht aufnehmen. Familie Yankee, Murray, Frau Amy, Söhne Jamie und Ronnie, okay. Madison, Bill. Belinda, Jean, Mary, Melissa. Jean, Molly, Paul, Stephanie, Kleinkind, okay. O'Brien, Kevin, Megan, Ryan, Brandon, Logan, Molly, Anna, Kayla, Brenna, Kleinkind. Und Todd Gates, Junggeselle. Okay. Todd Gates? Soll das ein Witz sein? Ich speichere mal ganz kurz. Ach so. Park Street Station. Das ist der Ausgang. Na gut, wir haben uns gerade übrigens nochmal einen Voltanzug mitgenommen. Ich meine, wenn wir die Möglichkeit haben, die mitzunehmen, dann machen wir es auch. Und ich glaube, wir sollten dann wirklich bald nach Diamond City gehen. Das ist ja sozusagen der zentrale Ort hier im Spiel. Und langsam scheint das Spiel davon auszugehen, dass wir schon da waren. Erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre. Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wärst besser weggeblieben, Niki. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Wort habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Zeiten und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht.
Ich will mal sagen, wir als alter Silberzungenanwender versuchen mal hier die ganze Sache ohne Gewalt zu lösen, oder? Auch wenn mir die Kerle total unsympathisch sind, aber wir probieren's mal. Darla, hör zu. Du hast ein Zuhause, das auf dich wartet. Du musst dein Leben nicht mit diesen Ganoven wegwerfen. Du versuchst nur mich zu verwirren! Schnapp sie dir, Skinny! Ich habe es geahnt. Dann machen wir das und das. Autsch! Boah! Ja, da war ein Schlag drauf. Moment, Moment, Moment. Ich hab noch mehr davon. VCS wird helfen. Tja, so viel dazu. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Tage. Das wird ein unangenehmes Gespräch mit Dalas Eltern, wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Tochter das Zeitliche gesegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Verschwinden wir von hier. Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Na, wenn du das sagst. Smoking und eleganter Hut. Die Waffe ist schon interessant, aber sie wiegt so viel. Aber gehärtet, das scheint auf jeden Fall. Sie scheint gut modifiziert zu sein. Ein Voltanzug reicht ja, oder? Ja, ein Voltanzug reicht, würde ich sagen. Na gut, wir folgen mal Valentine. Es ist wie gesagt nur recht schade, dass wir jetzt eventuell die Dialogoptionen blockiert haben. Ach, wir haben Dala gar nicht durchsucht. Überall Fleischstückchen. Meine Güte. Und ein Werkzeugkasten, das sieht man eben an. Wer da mal wieder nicht ordentlich war. So. Das wär's. Das sollte reichen. Ja, die wollte ja auch nicht anders. Sie haben es ja versucht. Ah, hier. Wollte ich was sagen. Da fehlt nämlich noch einer. Diese Maschinenpistole. Die schießt bestimmt richtig schnell, oder? Ist schon schick, aber mit was schießt sie? 45er. Dogmeat? Hey. Hast du mein Kampfgewehr? Na Gott sei Dank. Schieß auch mit 45er. Ah, doch, irgendwas kann er schon noch tragen, da bin ich mir sicher.
So. Ja, wir müssen aufpassen. Das Kampfgewehr ist viel zu wichtig, als dass wir es weggeben dürfen. Ja. Mein bestes Stück sozusagen. Okay. Ihr habt es gehört, hier ist ein Fluchttunnel, der uns nach oben führt. Haben wir denn hier die Gegend damit abgeschlossen? Laut Angabe nicht. Folge Nick Valentine. Back Bay. Es ist, wie gesagt, ich hätte niemals damit gerechnet, hier jetzt auf einen Charakter der Haupthandlung zu treffen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht in Diamond City irgendwas kaputt gemacht haben. Wenn doch, haben wir theoretisch gesehen ein Problem. Dann haben wir ein Problem. Wobei, wir haben natürlich noch einige Speicherstände, die auch vor der Zeit sind, bevor wir hier reingegangen sind, aber... Ah, wobei, ich kann mir das nicht vorstellen. Da geht man zufällig in die Park Street Station und findet da unten eine Vault. Und in der Vault ein Hauptcharakter. Unglaublich, oder? Wie klein die Welt doch ist. Wie klein die Welt doch ist. Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Ja, das war wirklich reines Glück, aber wer bist du überhaupt? Was genau bist du, Nick? Das weißt du wirklich nicht? Ich bin ein Synth. Ein synthetischer Mensch. Alle Teile. Minus ein paar rote Blutkörperchen. Ich wurde hergestellt, wurde alt, wurde entsorgt. Machte dann eine kleine Detektei in Diamond City auf und fand heraus, dass die Leute eine Menge Probleme haben, die gelöst werden müssen. Also, du hast einen Mörder erwähnt, den du suchst und der deinen Sohn entführt hat. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Okay. Aber was ist denn überhaupt Diamond City? Wir waren ja bis jetzt noch gar nicht da. Du hast Diamond City gesagt, ja? Genau. Kennst du den Weg? Ein paar Blocks südwestlich. Mein Büro liegt in einer Gasse. Such nach dem Neonherz. Na gut, da würde ich sagen, treffen wir uns da, denn ich würde dann jetzt doch gerne erst nochmal zur Railroad. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Oh Mann, sei mein Valentine. Erste Hinweise. Begib dich zur Detektei Valentine. Da werden wir dann natürlich herausfinden, was er über unseren Sohn weiß. Habris Comics. Hier war irgendwas. Die Markierung haben wir irgendwann mal bekommen. Ich weiß das noch. Aber die Vault ist abgeschlossen, oder? Auch nicht. Ist ja alles sehr merkwürdig. Gehen wir mal hier rein. Boah, es gibt hier in Boston zu viele Wegpunkte, Leute. Das ist echt der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Oh oh. Das war knapp. Ach du Schande, nee. Gute. Gute.
Bäh. Okay. Ihr blöden Mistviecher. Doch, wie, das schaffst du schon? Ich weiß nicht, mit welchem Zusammenhang das war, aber der Name hier kommt mir bekannt vor. Da geht's nach oben. U-Bahn-Marke nehme ich mit. Einsteigerschloss. Hatten wir die Aufgabe, das Gebäude zu säubern? Ich weiß es nicht mehr. War das vielleicht sogar für die stehende Bruderschaft? Wie schön. Terminal des Geschäftsführers, okay. Elfter 10. 77. Fontaine Hopkins an Vivian Odell. Englischer Butler? Als ich heute zur Arbeit kam, habe ich schon eine heimliche Änderung am Drehbuch entdeckt. Shroud hat jetzt einen englischen Butler. Ich habe Barbowski schon so häufig gesagt, dass unsere treuesten Fans unsere beste Reklame sind. Deshalb können wir diese vielen blöden kleinen Änderungen nicht machen. Du musst mit ihm reden, bevor du ihn in den Urlaub fährst. Ansonsten, das schwöre ich dir, gehe ich zu Pete. Okay. 15.10. Bitte hilf mir, es ist zum Haare raufen. Borowski hat Claire Raddle für die Rolle der Herrin der Mysterien einen Vertrag gegeben. Mir ist egal, wie viele das Grab der Amun-Re eingespielt ist. Hat, oder? Eingespielt hat. Die Herrin der Mysterien ist brünett, nicht blond, nicht schwarzhaarig und ganz bestimmt nicht rothaarig. Und hast du Claires Stimme gehört? Die Herrin der Mysterien ist sehr selbstbewusst. Sie ist Shroud absolut ebenbürtig und nicht so eine halb verhungerte Göre, die für ihre schrille Stimme bekannt ist. Shannon Rivers arbeitet seit Jahrzehnten für uns. Sie ist die Stimme der Herrin der Mysterien, Basta. Sie ist von Natur aus brunett. Sie ist nicht so jung wie Claire, aber ich bin mir sicher, dass sich das mit dem Licht vorteilhaft ausgleichen lässt. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann bin ich weg, versprochen. Bei so einer Katastrophe soll mein Name nicht bei den Mitwirkenden auftauchen. 16.10. Casting für die Herrin der Mysterien. Vivi, beruhige dich. Wenn es dir so wichtig ist, kann Claire vielleicht eine Perücke tragen, aber der Vertrag ist unterschrieben. Also läuft es jetzt so. Was findet ihr eigentlich alle an Mrs. Rivers? Schon vor 20 Jahren vielleicht, aber jetzt hat sie das richtige Gesicht fürs Radio. Findest du es nicht auch? Claire hat das Zeug zum Star und genau sowas brauchen wir. Ich habe mit Petey Boy gesprochen und er hat einigen neuen Szenen zugestimmt. Wir brauchen Romantik und Claire ist wie geschaffen dafür. Wenn Tina nicht mitspielt, kann ich einen meiner Jungs aus Hollywood einfliegen, Tyner wahrscheinlich. Der ist spitzenmäßig. Heute ist mein Terminkalender schon voll. Kostümprobe läuft bis 20 Uhr. Dann kann ich warten, bis du von den Bahamas zurück bist. Also müssen wir uns treffen und 20 Uhr ist mein einziges Zeitfenster. Okay. Wer spielt also die Herrin der Mysterien? Das war die große Frage. Das war die große Frage. Warum hängen die eigentlich alle hier in den Ecken rum? Ich wollte schon fast sagen, wenn der Ghoul nicht gestorben wäre, wäre es sehr traurig gewesen. Sehr, sehr traurig.
Süßkuchen, Teerbeeren, Zuckerbomben behalten wir. Eine Nuka-Cola Cherry und eine Nuka-Cola Quantum. Sehr schön. Da unten waren wir schon. Oh oh. Okay. Stirb, meine Güte. Des Kavalleristen verstärkte Kampfrüstung. Reduziert den Schaden beim Blocken und Sprinten oder Sprinten um 15%. Überladen. Oh Mann. Wo sind wir hier nur reingeraten? Das ganze Haus ist voller Ghoul. Total merkwürdig. So. Cool. Tja, so viel dazu. Die blöde Granate hat uns jetzt überladen, darf ja nicht wahr sein. Silver Shroud Script. Das klingt ja super. Produzententerminal. Jetzt kommt's, Leute. Harbris Comics, Aaron Bukowskis Terminal. 14.10. Von Evans Richelli. Claire kann nicht warten. Ich habe versucht, sie hinzuhalten, aber hier überschlagen sich die Ereignisse. Ihr Agent war mit Maxwell zum Dinner im Derby verabredet. Nicht gut. Claire ist immer noch mit dabei. Sie liebt das Outfit ganz besonders. Du hast die Bilder gesehen, oder? Wow. Also ist es mir egal, was dort drüben los ist. Sie muss unterschreiben, bevor wir sie an die Wismans verlieren. Oder jemand anderen. Wir haben uns den Vertrag von Hopkins angesehen. Der ist absolut wasserdicht. Da kommt sie nur raus, wenn sie freiwillig geht. Ihr Partner hat sein Recht an Harbris abgetreten, aber sie hat ihre Rechte nach wie vor. Wenn sie auch nur auf die Idee kommt, zu einem Anwalt zu gehen, musst du deinen ganzen Charme spielen lassen, Babo. Stell dir mal vor, wir bräuchten ihre Erlaubnis. Jetzt geht es jetzt auch um Markenrechte, wie es aussieht. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass du Claire Rebell für die Rolle der... Die Nachricht kennen wir. Oder? Nee, jetzt eine andere Nachricht. Okay. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass du Claire Riddell für die Rolle der Herrin der Mysterien in der Show verpflichtet hast. Das ist inakzeptabel. Die Herrin der Mysterien hat ein bestimmtes Aussehen. Sie muss brünett sein. Die Herrin der Mysterien ist eine starke weibliche Protagonistin und keine Fräulein in Not. Shannon Reeves hat der HDM jahrelang ihre Stimme geliehen und ist in Shroud und allen anderen Radiogeschichten, in denen sie mitgewirkt hat, sehr beliebt. Ich weiß, dass wir unsere Meinungsverschiedenheiten hatten, aber hier geht es um mehr als Silver Shroud. Die HDM und die Unaufhaltsam sind große Marken. Wir müssen unbedingt reden, bevor ich in den Urlaub fahre. Casting. Vivi hat mich kontaktiert, bevor sie weg ist. Ich habe die Fotos von Claire erhalten und sie ist scharf. Mir gefallen die Änderungen am Kostüm, es ist immer noch wie im Comic, nur sehr viel glaubhafter. Ich unterstütze dich also in diesem Punkt, aber ich stehe auf Vivis Seite. Die Herrin der Mysterien ist eine Brünette und ihre Stimme muss stark sein. Claires Stimme ist es nicht. Kann Shannon nicht Claire in der Postproduktion, das ist doch das richtige Wort, oder? Synchronisieren? Das wäre wohl das Beste von beidem.
noch mehr Arbeit. Ich kündige mit sofortiger Wirkung. Du kannst Petey erklären, wie du deine Hauptautorin für den Silver Sword verloren hast. Und nach allem, was Shannon ertragen hat, kannst du sie selbst feuern, wenn du das wirklich willst. Manticore will mich seit Jahren haben. Sieht so aus, als wäre dein Verlust deren Gewinn. Das Ganze endete dann wohl hier mit dem Selbstmord im Alkoholsuff. Am letzten Schuss versagt. Stimpax und Mentats. The Silver Shroud needs you. Tune into channel. Oh man, es ging sich also hierbei um die Darsteller für die neue, ja nicht Radiosendung. Radiosendung ist Quatsch. Für eine Comic-Verfilmung, wenn ihr mich fragt. Schriftsteller-Terminal. Tina Hopkins-Terminal. Ich werde mit Mr. Bukowski sprechen, aber ich würde mir nicht zu viel Hoffnung machen. Pete hat ihn mit ins Boot geholt, da er was vom Fernsehen versteht. Wir müssen einfach akzeptieren, dass es für das kleine Format Änderungen geben wird. Ich stimme dir zu, dass unsere Fans wichtig sind, aber die Zahlen für Silver Shroud außerhalb von Boston sind, nun ja, nicht wirklich gut. Vieles hängt vom Erfolg des Pilotprojekts ab. Wenn Mr. Babowski denkt, dass ein englischer Butler der Show helfen würde, hört euch bitte wenigstens an, was er dazu zu sagen hat. Ich liebe die Arbeit, die ihr, du und Vince mit dem Shroud geleistet habt. Wir werden diese Show nicht ohne euch machen. Ich weiß, es ist gerade nicht einfach, aber haltet bitte durch. Okay. Shannon gehört zur Familie. Ich verspreche dir, dass ich dafür kämpfen werde. Diese Sache muss vor Sonntag geklärt werden. Ich werde meine Hochzeitsreise nicht noch einmal verschieben. Sorge dafür, dass Babowski nicht verschwindet, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Okay. Tina, Baby, wir hätten die neuen Texte schon gestern gebraucht. Ich weiß nicht, wie es beim Radio läuft, aber wir haben Gastronomie, Geräuschmacher, Beleuchter und Schauspieler, die wegen deiner letzten Verzögerung herumsitzen und nichts zu tun haben. Hier geht es nicht um Shakespeare-Texte, wir sind hier beim Fernsehen, oder? Ich weiß, dass du den neuen Affen nicht magst, aber die Kameraleute lieben ihn. Er steckt sich in dieser blöden Perücke besser als Claire. Apropos, Claires Agent gefällt diese Perücke überhaupt nicht. So ganz und gar nicht. Claire kommt am Montag eingeflogen und bis dahin sollten wir die Brücke gestrichen haben, richtig? Und Shannon macht es großartig, wie sie für Claire einspringt, bis sich ihr Film fertig gedreht hat. Aber sie sollte besser nicht da sein, wenn Claire eingeflogen kommt. Kann sich bitte darum kümmern, danke. Die wird also eiskalt, oder sie wurde eiskalt ersetzt hier bei dieser Radiosendung. The Silver Shroud. Grausam, grausam. Die Filmindustrie. Okay, und hier kamen wir rein. Na gut, dann gehen wir nochmal weiter nach oben. On the air. Leuchtender. Aua. Owei, owei. Hilfsmittel. Köterkeulen. Red away, red away.
Okay, wir können einen kritischen Treffer landen. Tja. So viel dazu. Säubere Habris Kommis. Melde dich bei Ritter Rice oder Riz. Sehr schön, das war so eine Aufgabe der Bruderschaft. Studio Steuerungsterminal. Hier wurden also die Szenen gedreht. Silver Shroud Kostüm. Silver Shroud Outfit. Cool. Silberne Maschinenpistole, Requisite. Cool. Hier wurde also Silver Shroud gedreht, ja? Jetzt haben wir das Kostüm einfach mitgenommen, einfach so. Das Zeug brauchen wir nicht. Oh, sehr schön. Unglaublich bewältigende Geschichten. 5% mehr Schaden mit dem Alien Blaster. Oh. Awesome Tales. Invasion of the Zetas. The Silver Shroud needs you. Ja, ja. Schon klar, schon klar. Und ihr hört schon, ich freue mich riesig, wieder eine Zeitschrift gefunden zu haben. So, dann können wir unseren guten Ritter bald auch eine... Na, super. Dann können wir unserem Ritter bald auch eine Aufgabe abgeben. Schön, dass der Stern einfach über das Toilettenseilchen geklebt wurde. Stimpak, da habe ich fast ein Stimpak übersehen. Okay, dann haben wir hier noch Studio-Steuerungsterminal. Audiosteuerung. Aus. Achtung, alle Aufnahmegeräte sind derzeit außer Betrieb. Wenden Sie sich bitte an den Techniker. Rauschtestmuster. Ja, das klappt. Die Musik läuft schon mal. Videosteuerung. Fehlgeschlagen. Scheinwerfersteuerung. Zugriff auf programmierte Lichtsequenz erledigt. Oh, ein Farbtest. Das ist ja genial gemacht. Oder? Rot, rot, rot. Genial gemacht. Jo, lass mal an, oder? Würde ich sagen. Wir waren hier. Oder so ähnlich. Ein Nudelholz. Grockner-Kostüm. Perfekt. Erhöht Nahkampf, Schaden und Stärke des Trägers. Euer Ernst? Ein Grockner-Kostüm. Silver Shroud Outfit. Oh yeah. Oh Mann. Von den Werten ja gar nicht so schlecht, ne? Grockner-Kostüm. Yo. Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen, oder? Metallrüstung hatten wir hier. Verleiht mehr Energie und Schadenresistenz, je niedriger deine Gesundheit.
Krokta-Kostüm. Moment. Da ist es ja, es ist schon sehr bescheuert, ne? Es ist schon sehr, sehr bescheuert, wenn wir ehrlich sind. Einfach nur so eine Binde unten rum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, von den Werten her ist das natürlich deutlich besser. Ein Grockler-Kostüm, ich glaube es nicht. Überladen. Ja, ich weiß, mit dem Grockler-Kostüm werden wir nicht überladen, aber sei es drum. Wir haben sicherlich was zum Wegwerfen, zum Beispiel... eine Metallrüstung, den K-Arm. Oh Mann, rauf aufs Dach, Leute. Oh Gott, Überlänge, Überlänge, Überlänge. Darf ja nicht wahr sein. Aber okay, dann haben wir den Ort schon mal abgeschlossen. Und können dann, wie gesagt, beim nächsten Mal erst zu unserem guten Arzt, zu unserem Doktor bei den Railroads gehen. Und dann können wir auch der Bruderschaft nochmal einen Besuch abstatten. Denn da haben wir ja auch immer noch die Aufgabe, dem Aufklärungsteam zu helfen. Es ist einfach zu viel, oder? Wir haben jetzt die Railroad, wir haben Valentine mit Diamond City, wir haben die Bruderschaft, wir haben auch noch die Aufgaben für die... Sag mal schnell. Minuteman, genau. Mit Preston Garvey. Also es wartet noch viel auf uns. Sehr viel. Unter anderem zahlreiche Gebäude. Aber okay, ich würde sagen, dass wir hier eine Stelle mal erreichen. Ihr seht das hier, es ist einfach, dass hier auf einem Fleck alles ist. Das ist der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Aber okay. Da wäre Valentine, richtig? Ja, aber wie gesagt, Diamond City ist jetzt da. Wir sind jetzt da. Daten. Boston bei Nacht. Genau. Bericht erstatten. Das Ei ausliefern ist auch in Diamond City. Das ist da. Machen wir auch später. Das machen wir gerade. Das Symbol ist genial. Ja, bis wir dahin gehen, dauert es auch noch ein bisschen. Also, beim nächsten Mal würde ich sagen, werden wir zuerst nach Sanctuary reisen. Ein Weg das Inventar umkrempeln, um dann, ja... erstmal unserem guten Doktor in der Old North Church Bericht zu erstatten, oder? Das soll dann erstmal reichen, da die Kirche haben wir auch noch nicht gefunden. Es ist noch so viel, Leute, was hier wartet. Unglaublich. Ich sag an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Valentine, das war die Flucht aus der Vault und das war hier der, ja, das Filmstudio, würde ich beinahe sagen. Oder eher gesagt, Habris Comics. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier mit Fallout 4. Let's go, pal.